Reese Witherspoon, ein letzter Versuch, Ehe zu retten. Nicht die auch noch. Eigentlich dachte man, dass die Ehe von Reese Witherspoon, 42, und Jim Todd, 52, gefestigt sei. Die beiden halten ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch immer mal wieder werden Stimmen laut, die bei dem Paar die baldige Trennung prophezeien. Wie kommt das? So sollen die Schauspielerin und der Künstleragent laut Radar Online bereits getrennte Leben führen. Da Reese Witherspoon so viel beschäftigt sei. Schon 2018 kriselte es angeblich gewaltig bei den beiden und die Hollywood-Darstellerin vermasselte einen von ihrem Ehemann geplanten Liebestrip. Reese hat nur ihren Job im Kopf. Sie leben getrennte Leben, führte ein Insider damals gegenüber der Publikation aus. Und die Liebeskrise scheint sich weiterzuziehen. 2020 gab Reese zu, dass sie oft total überwältigt von ihrem Alltag als arbeitende Ehefrau und Mutter sei. Ihrem Ex-Mann Ryan Phillip, 48, hat sie zwei Kinder, Ava, 23, und Deacon, 19. Mit Ehemann Jim erzieht sie den 10-jährigen Tennessee. Kinder, Arbeit und Liebesleben unter einen Hut zu bekommen, fällt offenbar auch einem Superstar gar nicht so leicht. Ein Jahr später machten erneut Trennungsgerüchte die Runde.